Was geht ab, meine lieben Freunde? Im heutigen Schnacken-Video haben wir es mit einem Projektleiter zu tun, der ein bisschen schwer vom Begriff ist und der seinen Job irgendwie nicht erledigen kann. Und es kommt zu einer gewissen Situation, sage ich mal, wo dann Leute aus der Community einschreiten müssen mit Son Goku Power in eine kleine Kostprobe. Ich denke, wir fangen mal an mit dem ganzen Spaß. Mama. Mami. Mami, mi, mama. Nimm mir das nicht über, aber Gefangen-Content wird es immer noch geben, ja, aber ich werde ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen. Ich habe irgendwie auch gar keine Lust mehr auf diese Verschleierungsgeschichte. Bei Server, wo die korrekt gegenüber mir gesinnt sind, bin ich auch korrekt, aber wenn die Server irgendwie versuchen, wieder Scheiße vertuschen, dies, das, dann ich werde mir alles aus der Seele wieder brüllen. Irgendwie habe ich wieder Bock darauf, die Leute anzuschreien und das denen zu geben, was sie auch verdienen. Ey, oh, Holmes, Alter, was ist denn hier los? Knutzt du die Wand oder wie kann man das verstehen? Ja, der Typ ist ein bisschen noch zu hackedicht von gestern. Ey, du Sperma-schluckender Penner. Hat jemand mit dir geredet? Kopf runter schlucken, ja? Du redest hier nicht, wenn ich hier gerade in einem Gespräch bin. Ja, okay, sorry. Ja, ich hoffe für dich. Ja, hoffe ich für dich. Was war das? War das ein Widerwort? Ja, war ein Widerwort. Hör mir mal zu, wenn ich das nächste Mal wieder zurückkomme, dann sieht es nicht so bunt aus für dich. Werden wir sehen, für wen es gut ausgehen wird oder nicht. Okay, ist das so? Steig aus, du Arschloch. Oh. Steig aus, du Arschloch. Sonst baller ich dir die Bühne weg. Ich puste... Pistole? Da ist deine Pistole, du Arschloch. Gegen mich ziehst du keine Pistole und das Auto genehmige ich mir mal direkt. Ist ja eine richtig geile Karre. Der wird dich ja mal direkt genehmigt. Ey, meine Glatze ist am Glänzen. Jo, was geht, Homies? Was macht der denn da so Schönes? Nix, du verdammte Scheiße. Mit dem Roller, da müsst ihr aufpassen in der Stadt. Die City gehört mir, wisst ihr Bescheid, ja? Wer bist du? Ich bin KLS, Alter, siehst du so. Das Auto ist doch geil, seid ehrlich. Ja, ist ein schönes Ding, ich sag ehrlich. Aber warte, lass mich eine Sache machen. Nein, chill. Mein Auto ziehst du nicht ab, ja, du Arschloch. Sag ich nicht ein zweites Mal. Aber die Jogginghose, muss ich sagen, die gefällt mir. Die weckt alte Erinnerungen. Hey, Mediziner, wie gut, dass sie da sind. Ey, Bruder, mach mal bitte die Revival, bitte. Oh, ja. Was ist das denn für eine Frisur, Alter? Arbeitest du bei Penny oder wie kann man das verstehen? Komm, beweg mal deinen Popo und hol die mal bitte hoch, ja? Kannst du den hier aus dem Auto rauszerren oder kriegst du das nicht hin? Aus dem Auto leider nicht. Oh, das ist aber ärgerlich. Gar keine Möglichkeit? Nee, dann müssen die wirklich zum Gott gehen. Aber ich glaube nicht an Gott. Ich bin Atheist. Ich bin KLS. Ich glaube nur an meine Geschäftsfirmen. Dann sollen sie mal hochgehen. Wo soll ich hochgehen? Im Kopf. Roller wird sich genehmigt, ja? Nein, der wird sich nicht genehmigt. Das ist meiner. Ja, was willst du dagegen machen? Dann schlag mich. Runter von meinem Roller. Komm, schlag mich. Dann kannst du auf den Roller drauf. Du willst das nicht, ja? Geht nicht, wa? Vertrau mir, du willst das nicht. Mach mal, schlag mich mal. War doch Kollege lieber. Dann mach's gut, ja? Das ist noch nicht vorbei. Aus dem Weg, Penner. Okay, nicht geschafft. Ziehen Sie da mal raus. Geht nicht. Wir warten. Geh nicht auf die Scheite, bitte. Ey, du Penner, du quatschst mich nicht so an, ja? Ansonsten gebe ich dir direkt eine Backpfeife. Ach, sorry. Ey. Abo. Du Arschloch, hier, Brille runter. Ja, das ist auf die Scheite. Sofortige Behandlung. Geh nicht auf die Scheite, bitte. Ich hab's mich behandelt. Du hast mich verletzt. Ah, oder du kleiner Hund. Nackenschelle, oh. Mit mir legst du dich nicht an Arschloch. Hol die auch. Es geht gerade alles nicht. Was? Du willst Schwänze lutschen? Ah, jetzt machen wir halblang, Alter. Was soll denn die Scheiße jetzt? Jetzt reicht es mir aber mit dir. Der direkt die Birne weggepustet. Oh, verdammt. Oh, ach, du grünes bisschen. Das war aber jetzt nicht so geplant. Das geht aber aufs Konto von der medizinischen Slut, ja? Carlos verabschiedet sich, ja? Nein, Dohan. Ja, was ist los? Was soll denn die Scheiße? Du steigst jetzt sofort aus. Aussteigen sieht anders aus, du Arschgeburt. Aussteigen! Steig aus! Yo! Ich sterbe! Rückzug! Da fliegst du, wa? Lernst du fliegen. Ey, Kollege Schnürschnur, ich bin nicht gut gelaunt, deswegen machst du direkt mal mit dem sofortigen Maß die Pfötchen hoch, ja? An die Wand. Ja. Wenigstens mal einer, der hier weiß, was er zu tun hat. Und du gibst mir natürlich jetzt alles, was du hast. Ist ja logisch, oder? Auf Boden oder dir? In meine Tasche, ja? Machen wir jetzt nicht unnötig Aufwand. Oh Mann, konnte man, ja. Ey, ich brauche eine Pistole, ja? Ja, liegt auf Boden. Bruder, was will der denn von mir, Bruder? Wallah, bann den mal weg, den... So, na Monaco, eben. Kann man so ein Fanboy sein, wieder direkt einen Grund sucht, um mich abzuknallen, damit er sich einen Jackson kann, damit der Gambo-Video machen kann. Samuel Jackson gekillt, ich bin so krass. Samuel Jackson mit Pistole gekillt, der hat eine Shotgun, der kann nicht mal 10 Meter Reichweite hat der. Oh, ich bin so krass, direkt TikTok machen mit 50 Cent Mucke. Oh yeah, Gambo City. Redet er, ne? Oh Gott, weil er so tut. Ja, Allah, ich kann das nicht. Ja. Wer redet denn da? Wer redet denn da? Wie lebst du wieder? Arschloch, du.
Amonagotum, was unterbrichst du mir meine RP? Dann schlägst du jetzt Sachen auf Boden, ja? Wenigstens einer, der hier weiß, was er zu tun hat. Ohne Wenn und Aber gibt er mir direkt alles. Pistole, ihn juckt's nicht. Warum? Weil er kein Peach ist. Hol den mal bitte hoch, ja? Ich muss den Kollegen mal ein bisschen manieren beibringen. Der ist frisch geworden. Ah, okay. Kann ich gehen oder soll ich hier bleiben? Wie, also, du hilfst mir jetzt, den auszurauben. Ja, okay. So genau, bitte mir keine Details geben, weil sonst bin ich gezwungen, das PD zu holen. Halt die Fresse, du Penner, und hol ihn hoch. Wenn du weiter so unartig bist, bin ich gezwungen, deine Mutter zu holen. Naja, dann viel Spaß. Die ist leider nicht mehr da. Sie können auch meinen Papa anrufen, der ist da. Dein Papa kann mir die Flinte polieren. Ey, du Arschloch. Ja, dann sagen sie den Bescheid, soll ich ihn holen? Ja, wer ist denn dein Papa? Mein Senior Chief. Ich bin Junior Chief, er ist Senior Chief. Blass mir ein. Mediziner, ich hab so Schmerzen. Wo denn? Ach hier. Soll ich sie mitnehmen? Ich hab über so Schmerzen, könnten sie mich auf die Stelle verarzten. Ja, ich nehme sie mit. Die nehmen gar keinen hier mit, ja? Ansonsten kriegst du mal eine Schrotflinte in deinem Popo. Ich bin gezwungen, leider ihn mitzunehmen. Ich schieb sie in deinem Popo, das willst du doch nicht, oder? Muss ich leider. Ich schieße in deinen Popo rein. Du lässt den da sitzen, behandelst den hier, du Arschloch. Kann hier kein medizinischen, chirurgisches. Ich puste dir gleich die Birne weg. Du machst jetzt und sofort eine Notfall-OP. Wie soll ich das machen? Haben Sie alles da? Beweg deinen Arsch, sonst puste ich dir die Birne weg. So, ich habe den Herr jetzt erstmal was gegen die Schmerzen gegeben. Du willst meine Blasen? Darf ich den Herrn jetzt mitnehmen? Ja, nimm den mit. Geh und blast den meine. Officer, ich brauche eine Schachtel Marlboro, ja, damit ihr Bescheid wisst. Hey! Was denn los, Alter? Eine Schachtel Marlboro wollte ich. Ah ja, okay, weiß Bescheid. Officer, ich leiste euch Unterstützung, ja? Na, oder? Das ist da immer gerne gesehen. Kommen Sie mal mit? Natürlich. Also, sobald die Geisel weg ist und der Herr in den Heli einsteigt, schießen wir auf den Heli, okay? Mhm. Alles rein in den Heli, okay? Die knallen die ab, oder was? Ja, genau. Also, sobald im Heli voll in Angriff. Pusten wir ihnen die Birne weg, richtig? Genau, Sir. Okay, Mann, ihr könnt abziehen. Geisel, in Laden rein, in Laden rein, in Laden. Jetzt rein. Alter, die wollen ja richtig durchstechen. Einer ist tot. Hinterher! Officer, hinterher! Ich hab die Karre geklaut. Ach so, du bist es. Bist du es? Ja. Alter, warum liegen hier überall Tote? Was ist das denn für ein Schrott? Hey, Homie, check mein Auto, ja? Aussteigen. Hä? Aussteigen, Auto ergeben. Okay. Was machst du hier, ja? Was gibt's hier? Hier gibt's Paintball. Sollen wir rein? Komm, ich muss meine neue Sensi testen. Wie läuft das jetzt hier? Einfach nur killen, oder was? Ja. Hermanos, ihr wisst, diese Stadt gehört mir, ja? Das ist alles unter meinem Kommando, ihr wisst Bescheid, ja? Ja, Bruder, dir gehört alles. Ja, okay. Ihr drückt jetzt erstmal sofort euer Geld an mich ab, ja? Ich hab kein Geld, Bruder. Geld abdrücken, auszahlen, aber ganz schnell, ja? Liegt auf Boden, ja. Aber ich leg das auf Boden, ne? Ja, leg auf Boden, Peach. Bruder, ich geb dir Geld, ja, sei du ein bisschen netter, ja? Ey, was, wieder Rott? Ich puste dir gleich die Bühne weg. Kein Problem, bitte. Nächstes Mal schneller, Pisser. 22 Tonnen, Alter. Dann wisch ich mir den Arsch ab. Ja. Viel Spaß, Bruder. Ja, Junge, halt mal die Fresse, chill mal. Aber deine Fresse, kleiner Peach, ja. Schrei nicht, du, sonst f***st deine Mutter. Hast du gehört? Du schreist hier nicht, okay? Nein, hab ich nicht gehört. Du schreist nicht, okay? Hast du nicht gehört? Nein. Oh, doch, hab ich gehört. Ey, Riffi, komm, Boxkampf 1 gegen 1 am Strand. Komm, Boxkampf 1 gegen 1 am Strand. Lass mal das hier nehmen, ey. Gib mal Auto. Gib mal Auto, Lederjacke. Jo, entspann dich. Auto anmachen, sofort anmachen, aufmachen. Bist du gegen Schwanz gegen Kopf. Aber wie ein Hund machst du, okay. Wie ein Köter, machst du einfach, ne? Was willst du halt? Der einzige Köter ist der auf dem Boden liegt, und das bist du. Aus dem Weg, hey. Du Penner. Wie ist was, Alter? Wie redst du mit deinem Daddy? Pisser. Ey, letzte Mahnung, es reicht. Hä? Keine Muni. Ah. Oh, ey. Der ist da. Boah, der mit Lederjacke wieder so tut, als ob der hier random ganze Zeit hier in der Nähe ist. Wir sehen uns halt demnächst, ja? Ja. Ah, bisschen weg. Ey Jungs, was geht denn hier vor sich? Ich hoffe, ihr habt kein Problem mit mir. Hey, sorry, ich steig raus. Mach mal keinen miesen, Bro. Sorry, alles gut, Bruder. Bitte, ich kann das. Ey, du Arschloch. Entschuldige dich. Hier kriegst du noch ein. Hier hast du. Sami. Ich glaub, Sami ist sauer. Samir, hau rein. Kommst mit mir mit? Oh nein. Ja, leg dich hin, du F***e. Alter, wer bist du, Alter? Und hier, ich liege hier. Waffenschein, ach komm, wir blasen. Oh, Taschenlampe kann ich kaufen, wenigstens Handschellen, ein paar Stück. Au, endlich haben wir die Goldgrube.
Was geht ab, Jungs? Macht mal die Musik leiser, die ist mir irgendwie ein bisschen zu beschissen. Welche Musik? Hört ihr keine Musik? Lina, hörst du Musik? Was geht ab, Lina, Baby? Was geht denn ab da hinten? Ja, einmal bitte aus der Küche raus. Bitte einmal durch die Tür. Ich will ein bisschen mit Lina schnacken, Alter. Ich bin alter Freund von ihr. Bitte bist durch du denn? Die Tür. Kennst du mich nicht, Alter? Ich bin Hans. Das ist ein Hans. Gehen Sie bitte vorne an die Hallo, ich rede gerade mit ihr. Halt die Fresse. Geh vor die Tür. Du Arschloch, ich schau dir gleich einen auf die Rübe. Geh vor die Tür. Halt's Maul! Geh vor die Tür. Letzte Warnung. Was dann? Jetzt raus hier. Okay, Mann, tut mir leid. Sorry, Jungs. Ich wusste nicht, was ich mit euch zu tun habe. Sorry, Alter. Hätte ich das gewusst, hätte ich das niemals gemacht, Alter. Oh Mann, komm. Ich hab mich einfach gebannt, Bruder. Unglaublich für sowas. Bruder, das meine ich, Bruder. Du kannst RP vergessen. Diese Leute sind so eine dumme Scheiße, ist das? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich würde gerne einreisen, bin hier gerade neu frisch eingereist. Mein Koffer ist hier auch am Start. Okay, super. Haben Sie vielleicht einen Ausweis für mich? Ausweis, selbstverständlich habe ich einen Ausweis für Sie. Für Sie habe ich alles, was Sie möchten. Alles, was ich möchte? Ja, alles, was du möchtest. Haben Sie Kaffee dabei? Nee, aber ich habe Milch dabei. Können Sie mir vielleicht da vorne beim Coffeeshop einen Kaffee holen? Das wäre super. Coffeeshop? Nee, kein Bock gerade. Dann hole ich mir jetzt kurz einen Kaffee und dann gehen wir mal ins Gespräch, ja? Okay, machen wir. Müssen wir nicht folgen. So einer hübschen Dame folgt man doch gerne. Danke sehr. Wofür denn? Dass ich die Wahrheit gesagt habe? Fürs Kompliment. Setzen Sie sich ruhig. Ja gut, dann lass ich Sie mal schnell durch, wenn Sie hier Mediziner sind, ne? Dann mache ich Ihre Papiere fertig. Okay, super. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Okay, man kann nichts kaufen. Pistole. Geil. Ah. Was geht ab, Alter? Nicht viel bei dir, ein bisschen rumfahren. Wie kann ich dir weiterhelfen? Wo musst du hin? Ich würde gerne bei dir beitreten, wenn ich darf. Wie beitreten? Bei deiner Pissgang. Bei meiner Pissgang? Ja, die aussieht wie Urin. Hau rein. Ja, du Arschloch, steig aus! War geradewegs auf Kopf schießt, er stirbt einfach nicht. Oh Gott, wie viel der kassiert hat. Du Peach, raus mit dir. Ja, mit dem geilen Schlitten. Warum ist, was ist denn hier passiert, Alter? Hände hoch, warum warst du in meinem Auto? Warum warst du in meinem Auto? Missverständnis, ich erklär's dir, lass mich erklären. Erklär's. Da hinten um die Kurve hinten hat derjenige den hier umgebracht und ich hab den dann umgeboxt und hab das Auto geklaut. Geh da um die Kurve, der liegt da. Okay. Arschloch. Du würdest schon stinken, bin ich ehrlich. Aus dem Weg, du Penis. Jungs, ich glaub, da knutscht wohl jemand den Boden ab. So, Kollege, machst du mal direkt mal die Flossen hoch, ja? Was ist denn hier los? Was wollt ihr von mir? An die Wand stellen, ansonsten werde ich sehr ungemütlich. In die Gasse rein. Jetzt hier an die Wand, Kopf dagegen stellen. Pistole hergeben. Ja, dann nimmst du die doch. Bruder, bitte verpiss dich mal mit deinem scheiß Motorrad an. Du gehst mal auf die Eier. Halt's mal holen. Peach. Dann bin ich frech, du Schwanzkopf. Du steigst ja aus, sofort. Amonaco, du mein Chojo. Failer P, Amonaco. Bruder, das ist ein Scheiß-Server wieder, ja. Bruder, was ist denn daran schwer? Ich kann nur einfach auf seinen Kopf schießen instant. Dann heißt es RDM. Bruder, wie kann man sich denn fühlen bei sowas? Auch noch mit so einer Uzi, Amonaco, so ein kleiner Gambo. So nichts anderes im Leben, außer so eine Scheiße machen. Ja, Bruder, der hier hat sein Leben nicht geschützt, hier, der mit dem Motorrad. Bruder, ich habe so oft den gezählt, so, und der ist einfach, während ich so am Zielen war, da einfach seine Waffe gezogen. Was sagst du zur Geschichte? Während du am Zielen warst und der war am Motorrad, hat er auf dich gezählt? Ja, Bruder. Ich habe auf den gezielt und der hat währenddessen seine Waffe gezogen. Ja gut, ist er dann nicht im Vorteil, wenn er auf dem Motorrad ist? Wenn er so steht, wie der gerade steht, ich ziele auf den, auf seinen Rücken und der dann seine Uzi zieht. Das ist legitim für dich, oder was? Das wäre für mich legitim tatsächlich, ja. Was? Das ist doch Leben nicht geschützt. Guck mal, wenn ich gerade wegfahre und du auf mich zielst, kann ich doch wohl zurückschießen. Allein, weil es ein 1 gegen 1 ist. Er hat doch gar nicht die Waffe draußen, der muss sie ja erstmal ziehen. Weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. Wie, weiß ich nicht, das ist Leben nicht geschützt, Alter. Aber du kannst auch tatsächlich dein Dings ausmachen, ne? Also ich habe ja schon in der Einreise gemerkt, dass du das bist, ne? Dann ist ja noch peinlich, dass du dich so blamiert hast und nicht mal so Regelwerk anständig kannst. Ich kann meine Regelwerk nicht. Kannst du mal, du weißt ja nicht mal, was RP-Verständnis ist, Alter. Dass du Leben nicht auf Hardcore-Stufe ist, das Leben nicht geschützt. Ne, ob ich RP kann oder nicht, das tut dir gar nichts zur Sache, mein Freund. Ne? Im Endeffekt spielst du bei mir, ne? Du musst das Regelwerk können, nicht ich, ne? Das ist doch nicht Leben geschützt, Bruder. Bist du dumm? Bruder, er sitzt auf dem Motorrad, Alter. Und wenn er wegfährt und dann zählt, dann ist das halt so. Ja. Amonaco, bist du dumm? Bist du dumm? Der zieht doch seine Waffe, während ich auf die Ziele. Checkst das nicht? Bruder, ich zieh dir auf seinen Kopf. Ich kann doch den abdrücken, da ist der Deck tot. Mach ich ja extra nicht. Weil ich mir denke, der schützt jetzt sein Leben, macht RP. Ja, aber wenn du doch auf ihn zielst, dann hast du doch schon was vor, Alter. Dann hast du doch schon vor, ihn zu töten.
wenn du schon auf den zielst, Bruder. Sei doch mal ehrlich. Warum schießt du da nicht? Dann schieß doch. Alter, rechtfertigst du wirklich gerade, dass wenn ich hier auf den ziele, und er keine Waffe draußen, dass er, wenn er seine Waffe zieht, dass es legitim ist, das rechtfertigst du? Was steht hier im Vordergrund? Gambo, Crime Life oder ist es wirklich RP? Nein, nein, hier soll schon RP gespielt werden. Ne? Da gebe ich dir natürlich auch recht. Hätte er aussteigen sollen, hätte er mit dir abmachen müssen. Wenn er neben dir stand, ne, hätte er aussteigen sollen. Das ist richtig. Da muss ich meine Waffe wieder zurückbekommen. Ist ja Fail-RP gewesen. Was ist denn jetzt mit dem Motorradfahrer? Leben nicht geschützt. Wo ist der Bestrafung für den? Gut, dann kommt der jetzt Support, dann ist gut, ne? Und dann kümmern sich die anderen darum, ne? Ich glaube, du kümmerst dich um gar nichts, Bruder. Warum denkst du das? Allein schon, dass du sowas von Anfang an in Schutz genommen hast, merkt schon, dass hier wieder so eine Bubble vorhanden ist auf dem Server, wo ihr euch gegenseitig wieder bevorzugt. Sag, das klären wir schon. Krieg ich meine Waffe wieder? Gehst du dir einfach gleich in dein Waffenrad rein, ne? Ja? Kann ich auf dem Server spielen oder so? Spiel einfach weiter, Bruder, und guck einfach, ne? Und dann, Okay, dann mach's gut, ja? Ich erde mal ein paar Leute, okay? Muss nicht sein, aber du weißt, ne? Wenn es zu viel wird, ich hau dich auch runter, ne? Ich mach ein bisschen Action, sag mir Bescheid, wenn es zu viel wird, einfach, okay? Alles gut, ja? Viel Spaß. Hey, meine schnuckligen Jungs, was geht ab? Was ist? Aussteigen sofort. Hey, was ist das? Hat der schusssichere Weste? Du mich verarscht? Ich war komplett auf Kopf, Bruder. Wie billig ist das? Ich habe auf deren Köpfe geschossen, zwei, dreimal hintereinander. Warum sind die nicht gestorben? Ja, ja, der ist gepanzert. Das ist der gepanzerte Schafter, ne? Wie, der ist gepanzert? Da kann ich doch gar nichts machen gegen den. Was ist das denn? Das ist doch der größte Gambo-Scheiß am Monaco. Nein, nein, nein. Wenn die normalen Dings hätten, dann würde das funktionieren. Aber die haben halt wieder Schafter, ne? Was ist das denn, Bruder? Du kannst doch nicht den Leuten ein Auto geben, dass die Frontscheibe einfach 5, 6, 7 Schüsse kassieren können. Da haben sie doch den größten Vorteil gegenüber Leuten, die Motorrad haben. Ja, pass auf. Okay, setz dich mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Bruder, ist okay. Was ist das, Bruder? Du willst mich verarschen? Man muss über 10 Mal schießen, bis man überhaupt die Scheibe kaputt hat, Alter. Hier in diese Halle. Hey Homies, was geht ab, Alter? What's up? Wie geht's euch? Wie geht's gut, wie geht's dir? Ich bin Jackson und das ist mein Komplize und diese Route gehört uns. Und wenn ihr hier weiter eure Arbeit vollrichten wollt, dann müsst ihr auch mal hier dafür eine kleine Gebühr bezahlen. Ist ja logisch, oder? Dann müsst ihr zahlen auch, ne? Zahlen. Denn ohne Moneten läuft das Ganze nicht. Na, erzähl mal, was denn hier für eine Route? Alter, sind wir jetzt hier bei einer Befragung? Ich werde dir ja wohl jetzt nicht erzählen, wie meine Route hier ist. Hör mal zu. Erstmal weiß ich nicht, dass hier eine Route ist. Und zweitens weiß ich nicht, dass es von dir ist. Hier stand nicht irgendwie dran, dass es von dir ist, Mr. Jackson. Das ist nicht mein Problem, ja, Jung. Du befindest dich auf meiner Route. Wovon ich nichts weiß, richtig. Ja, ist mir doch scheißegal. Du warst nicht auf meine Route zu kommen ohne meine Erlaubnis. Deswegen möchte ich, dass du dafür jetzt bezahlst. Was soll ich dafür bezahlen? Kröten will ich sehen. Was hast du? Nichts. Na, dann sagt deinen Kollegen, die sollen Geld zusammenkratzen. Ihr könnt nicht einfach hier auf irgendwelchen Routen chillen. Das ist hier unsere Route, stimmt's? Das ist richtig, ja? Erzähl mal, was ist das für eine Route? Alter, hör auf, mir Fragen zu stellen. Ich werde sonst gleich ungemütlich. Vielleicht ist die Route ja bald mir und nicht mehr in deinem Besitz. Meine Männer stehen hier überall, ja? Ich brauche nur einmal zu pfeifen und du hast 15 Sniper-Schüsse auf deiner Birne kleben. Ist das so? Ja, so ist das. Willst du das in Frage stellen? Ich stelle das in Frage, ja. Du stellst das in Frage? Willst du das Risiko eingehen? Verteilt euch mal. Jetzt hören wir mal zu, Ihr bezahlt und alles ist im Lot. Ihr könnt hier weiterhin euer Ding durchziehen. Oder eure Kleidung wird dann nicht das Einzige sein, was rot bleibt. Ich denke, wir fahren einfach wieder. Wie wär's damit? Ohne eine Gebühr geht ihr nirgendwo hin, ja? Abdrücken werdet ihr. Abdrücken. Was bist du denn für eine Arztwurst, Alter? Ey, Patron, ich will Kohle. Gut, komm her. So, hier. Was jetzt? Halt ihn ab. Die können einfach keine RP machen, weil die müssen wieder auf Krampf wieder irgendwie den großen Harten spielen, oder in Real Life hätten die mir den Schwanz gelutscht. Was ist das, Mann? Okay, mit diesen machst du keine RP, die erdämst du. Richtig, Otto, gib dir mal 31 Dollar, Bruder. Ich sag dir, 20 Sniper-Schützen, Bruder, am Monaco, der ist in einem unbekannten Territorium. Kein Mensch würde da so ein Risiko eingehen, solche Aktionen zu bringen und einen dicken Macker zu spielen. In einem Territorium, wo der einfach nicht weiß, wo der ist. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hätte nicht gesagt, dass ich mich freue, dass ein Modder hier ist. Ich freue mich wirklich darüber. Irgendwie. Das hat mich gerade richtig befriedigt.
Halleluja, Bruder, hast du es auch mal hinbekommen, nach 10 Jahren zu reviven? Boah, war das scheiße, RP, ihr könnt ja gar nichts. Kann man, wir lösen das hier dann auf einfach, ne? Was waren das denn wieder für Internet, Manfred? Sie wieder komplett gefangen, RP, spielen und auf nichts eingehen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was glaubst du für eine Scheiße? Deine Männer mit irgendeinen Snipern, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Junge, du bist in einem unbekannten Territorium. Woher willst du wissen, dass dir keine Sniper sind, du verfickter Peach? Ja, das ist, weil du einfach eingeschränkt bist und kein RP-Verständnis hast, du Bob. Und das Game einfach so spielst, nimmst, wie es ist. Keine Fantasie hast, kein RP-Verständnis hast. Du bist irgendein Manfred am Monacoim, der in der Schule gemobbt wird, weil er die Leute nicht abschreiben lässt und musst hier bei GTA Roleplay den Macker spielen, obwohl du der größte Versager bist in Real Life. Ganz genau, ja. Benutzt mal dein Tape und halt die Fresse, ja. Ja gut, aber du hast auch reingekackt, so, ne? Muss ich auch korrekt sagen, so, ne? Wo hab ich reingekackt? Du hättest die Waffe schon vorher rausholen müssen, ja. Da hättest du sagen müssen. Da hättest du knallen können, ja. Bruder, bist du geistig behindert? Ich hab gesagt, das ist unser Territorium, wir sind Sniper überall. Dass die überhaupt die Waffen ziehen, überhaupt, dass die solche Geschichten machen. Das sind die größten Opfer gewesen, die hatten gar keine RP-Verständnis. Hätten wir schneller reagieren müssen eigentlich. Ja. Das ist auch dein Server. Wonach das sich da definiert? Wer als erstes die Waffe zieht, mechaniktechnisch, der gewinnt. Ja, das ist halt so, ne? Ihr gewinnt nicht derjenige, der RP-technisch ist, schlauer anstellt, sondern ihr gewinnt derjenige, der früher eine Tastatur, eine Taste drückt. Genau so definiere ich auch RP, gutes RP, so definiert man das auch. Genau. Gut, dass du es einsiehst und ich sehe es auch ein, dann hast du ja recht. RP-unfähige Schwänze, das ist die einzige Option, wie man mit euch RP machen kann. Ja, da wird das am auch gewonnen. Wie der Instant Bun kam, Bruder. Wenn ich da einmal erschieße, da ist der Instant da, Bruder. Aber wenn die anderen irgendwelche Fehler machen, die es hast, dann passiert gar nichts. Aber wenn der Samu einen Fehler macht. Oder ich glaube, ich gehe nicht mal in Support, weil der Projektleiter sowieso selber auch weiß, dass das der größte Versager ist. Lutsch mir erst die Flinte, bis sie explodiert. Und dann so eine Scheiße, was ich meine.